Auf Einladung des Führers weilten der slowakische Staatspräsident Dr. Tiso und Ministerpräsident Dr. Tuka zu einem Besuch im Führerhauptquartier. Der Führer begrüßt Staatspräsident Dr. Tiso. Versteckt, streng bewacht und gigantisch. Bunkeranlagen in einem Waldgelände in Ostpreußen. Bereits im September 1940 begann die staatliche Bauorganisation TOT unter äußerster Geheimhaltung mit der Anlage dieser Betonburgen, die unter dem Decknamen Wolfschanze dem Führer und obersten Kriegsherrn des Deutschen Reiches Adolf Hitler als Hauptquartier dienen sollten. Betonkolosse für die Ewigkeit. Die Ausstattung im Inneren war eher bescheiden. Die eindringende Feuchtigkeit war zu allen Zeiten ein Problem. Belüftungs- und Klimaanlagen, damals noch mit einem hohen Geräuschpegel verbunden, machten den Aufenthalt in den Katakomben nicht angenehmer. In rascher Folge entstanden während der Kriegsjahre im Reich sowie in den besetzten Gebieten Führerhauptquartiere. Bis zu 20.000 Arbeiter waren im Einsatz, um das Sicherheitsbedürfnis des Bunkermenschen Hitler und seiner Gefolgschaft zu gewährleisten. Verkehrsmäßige Anbindung, die war natürlich vorherrschendes Kriterium für die Anlage eines Hauptquartiers. Also Eisenbahntunnel für die Führerzüge war am Anfang des Krieges wichtig. Und Autobahnanbindung für Kurierfahrten und natürlich vor allen Dingen die nachrichtentechnische Ausstattung. Hitlers Vorliebe für den Namen Wolf prägte die Bezeichnung der Hauptquartiere. Wolfschanze, Wehrwolf, Wolfsschlucht, daneben Tannenberg, Adlerhorst, Felsennest, die Reichskanzlei und andere. Etwa 20 Anlagen wurden geplant und gebaut. Welche Kriterien der Standortfrage waren entscheidend? Die jeweiligen Standorte wurden in der Nähe Hitlers ausgewählt, entweder von Speer oder seinem, von der Adjutantur. Aber Genaues weiß man darüber nicht. Das ist also immer eine kuriose Geschichte, wie welcher Standort zustande gekommen war. Und das ist nach dem Krieg dann Grund für Spekulationen gewesen. Mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges am 1. September 1939, bei dem Hitler seine Frontreisen noch mit einem improvisierten Führerhauptquartier unternahm, nämlich mit einem sogenannten Sonderzug, mit dem er die Wehrmacht führte. Am 3. September 1939 mit der Kriegserklärung von England und Frankreich und der damit bevorstehenden Möglichkeit einer Front im Westen reagierte Hitler auf diese Kriegserklärung mit dem Plan, ein ortsfestes Führerhauptquartier im Westen des Reiches zu errichten. Das war die Hauptquartiersfindungskommission, dazu gehörte übrigens auch der Feldmarschall Rommel, der war von Anfang an dabei, der hat Felsennest, hat Adlerhorst ausgesucht, also Wiesenthal, der hat auch die Wolfschanze ausgesucht, der war bei der Findungskommission. Es wurden zwei Erkundergruppen beauftragt, diesen Ort ausfindig zu machen. Die eine Erkundergruppe unter der Führung von dem damaligen Generalbauinspektor Albert Speer und dem Reichsminister Dr. Fritz Todt. Und mit der zweiten Erkundergruppe, dem damaligen Kommandanten des mobilen Führerhauptquartiers, dem Oberst Erwin Rommel. Die Hügellandschaft des Taunus. In den östlichen Ausläufern bei der Ortschaft Langenhain liegt Schloss Ziegenberg. Für die Hauptquartierfindungskommission ein geeignetes Gelände für das Führerhauptquartier Adlerhorst. Bei Adlerhorst könnte es gewesen sein, dass ein verarmter Adliger schon bereits 1939 diesen Standort versuchte, der Wehrmacht zu verkaufen, um das Schloss zu sanieren. Andererseits heißt es, Ziegenberg ist beschlagnahmt worden. Aber warum jetzt ausgerechnet Ziegenberg? Angeblich kannte Speer die Lage dieses Ortes bzw. aus seiner Jugendzeit im Taunus in etwa das Schloss und die nähere Umgebung und hat das für Führerhauptquartier tauglich gehalten. Das war ein Tag wie heute. Da hat es geregnet in Strömen.
Und wie wir vom Feld kamen, lief der ganze Ort voll fremde Männer. Wir hatten gar keine Ahnung, was da los war. Ne? Dann wurde gesagt, also hier hinten wird gebaut, aber wir wussten nicht was. Ne? Und da war ich 1939 beim Bau hier im Einsatz. Habe ein bisschen was verdient, als junger Kerl mit 14 Jahren, also wissen, wie das ist. Und habe dann so das Bauvorhaben als Ortsbürger hier aus Langenhain 100%ig miterlebt. Es waren nur ganz viele Arbeiter hier, 7000, das weiß ich noch genau. Ganz Ort hier hat vollgestanden mit Busse. Sind auch viele nach dem Obermelle gewesen und Nauheim. Ja, und dann ist gebaut worden. Ne? Aber man wusste ja auch nicht, wie was. Also ich muss vorausschicken, ich bin in Kranzberg groß geworden. Und Kranzberg und Ziegenberg gehörten zusammen als Hauptquartier. Also Schloss Kranzberg und Schloss Ziegenberg. Und als 12-Jähriger war das natürlich ein Erlebnis, ein Dorf mit 500 Einwohnern, 5000 Arbeiter, wurden alle Säle beschlagnahmt, ne, und Baracken aufgestellt. Und das war natürlich für uns Jungen eine Sensation. Mischanlage, die war ziemlich oben beim Schloss und die wurde mit Rohre, diese Bunker mit oben, mit ausgegossen. Mit großen Rohren wurden diese Bunker gegossen, mit flüssigem Beton. Und dann die Zentrale, die einzige Mischanlage war oben. Und die ist einmal zusammengestürzt, gab ein oder zwei Tote. Vom Versorgungstrakt, der im Erdgeschoss untergebracht war, führten Treppen zu den unterirdischen Räumen. 100 Meter lange Gänge und über 20 vollmöblierte Zimmer dienten dem Tross. 4 solcher Bunker gab es im Adlerhorst. 2 Kilometer weiter, im Quartier Wiesenthal, waren ebenfalls Häuser mit Luftschutzkellern gebaut, die durch Tarnnetze gegen Fliegereinsicht geschützt waren. Wozu brauchte man das Ganze? Dazu kann man wohl eins sagen, dass der Westfeldzug eigentlich schon für den Herbst 1939 geplant war, er aber insgesamt 29 Mal verschoben wurde und der endgültige Angriffstermin auf den 10. Mai 1940 gelegt wurde. Im Februar 1940, so zeigen zumindest Aufzeichnungen, war die Anlage Adlerhorst in großen Bereichen noch nicht fertiggestellt. Insbesondere die notwendige Nachrichtenzentrale war von ihrer Bauweise und von ihrer Bauart her noch nicht so weit hergestellt, dass man Adlerhorst dazu hätte nutzen können. Und somit im Februar 1940 kam die Entscheidung von Hitler, Adlerhorst für den Westfeldzug nicht zu nehmen. Es war ja geplant, für den Frankreich-Feldzug dieses Hauptquartier zu benutzen. Aber es ging so schnell, da waren die Franzosen ja schon geschlagen. Es war nicht das einzige Mal, dass die Planung der Hauptquartiere mit den Blitzkriegserfolgen nicht Schritt halten konnte. Es gibt also viele Hauptquartiere, die eigentlich nur prophylaktisch geplant waren, wie Wolfschlucht 3 beispielsweise, da bei Vendôme in Westfrankreich und auch dann später Brunhilde. Dieses Hauptquartier bei Metz, Thionville, das auch nie genutzt wurde, aber schon bewacht wurde, waren auch schon Möbel eingerichtet drin. Es war also schon ausgebaut und nachrichtentechnisch auch voll erschlossen. Nach dem Erfolg im Frankreich-Feldzug wurde diese Anlage von Hitler im Sommer 1940 vorgesehen für die Operation Seelöwe. Das war die Invasion gegen England. Da hat er in einer Weisung festgelegt, dass Adlerhorst sein Führerhauptquartier für diese Operation Seelöwe werden soll. Allerdings hat die Geschichte gezeigt, dass nach der Luftschlacht um England die Operation Seelöwe nicht durchgeführt wurde. Schloss Kranzberg war für den Reichsführer SS Heinrich Himmler vorgesehen. Kranzberg war gedacht für den Generalstab, hauptsächlich für den Göring, für Himmler. Damals, als die große Bautätigkeit hier begann, wir haben hier damals im Ort 3 Bunker gebaut, zur gleichen Zeit das Schloss komplett umgebaut. Die ganzen Stallungen, die wurden zu Zimmern und dann wurde ein Hochbunker installiert da oben und der Turm wurde etwas erhöht für die Aufnahme eines Geschützes. Es hat sich also sehr, sehr viel getan. Und wenn man überlegt, in einer kleinen Gemeinde, wir waren damals 480 Einwohner, was sich da abspielt, überhaupt für einen Junge hier von 18, 11, 12 Jahren, das war für uns schon ein Erlebnis. Und eines Tages, das vergesse ich nicht, hat Bollier gesagt, morgen will ich niemand von euch hier sehen. Da ist was los.
Und da haben wir uns natürlich in den Wald gelegt und wollten sehen, was da passiert. Und nachher haben wir erfahren, es war Speer. Speer kam von Berlin angereist und hat die Baustelle besichtigt. Mein Vater und meine beiden Schwestern, die waren ja von Anfang an da drinnen gewesen. Und wie wir da unten, also vor Ziegenberg sind, und da kommen hier aus der Ecke ganz viele Autos. Und da hat es geheißen, heute Nacht ist er gekommen. Und wir Mädchen konnten nicht mehr hin. Da war alles zu für uns. Ne? Hitler fand diese Bunkeranlage zu luxuriös. Und das wird ihm die Nachwelt nicht verzeihen, dass er so gelebt. Er wollte ja der schlichte Feldherr sein. Der Adolf, der wollte keinen Prunk haben. Und da kamen die guten Tische weg, Mammutische, wo die Zeichen, die Karte immer draufgelegt haben. Wurde ganz einfach wie Tennistische hingestellt. Und die Gardine von der Wände, die schöne, kamen weg. Und die Tapete, die Lampe, wann die Stalllampe kam hin. Und also da waren wir Mädchen ganz entsetzt, wie das jetzt so war. Hitler verließ Berlin am 10. Dezember 1944, um hier aus dem Adlerhorst die Ardennenoffensive, so war ja die Offensive im Westen nachher benannt worden, persönlich zu führen. Der Generaloberst Heinz Guderian, der damals Oberbefehlshaber der Heere Ost war zu dieser Zeit, war dreimal während der Aufenthaltszeit von Hitler hier in Langenhain-Ziegenberg zu einem Lagevortrag und beschwor Hitler, nachdem festzustellen war, dass die Ardennenoffensive wohl nicht erfolgreich beendet werden konnte, dringend Panzerverbände wieder an die Ostfront zu schicken, da sich wohl eine Großoffensive der Roten Armee abzeichnete. Ziegenberg war bis zum Zusammenbruch der deutschen Westfront im März 1945 das Hauptquartier des Oberbefehlshabers West von Kesselring. Am 19. und 27. März wurde Langenhain-Ziegenberg von US-Flugzeugen bombardiert und verwüstet. Das Schloss brannte bis auf die Grundmauer nieder. Am 30. März zogen die Alliierten in Hitlers Adlerhorst ein. Angst machte sich breit. Nachts, vielleicht so viertel nach eins, da klopfte es an diese Bunke, die Türen waren ja verschlossen. Und wir wussten, die Amerikaner müssen ja bald kommen. Und dann plötzlich ging die Tür auf und da kommt der erste amerikanische Soldat, den wir gesehen haben. Man hat die ja nicht gekannt in Uniform, wir wussten ja auch nicht, wie die sich verhalten. Und dann sagt er Folgendes: Ihr Kranzberg, ihr braucht euch keine Gedanken zu machen, für euch ist der Krieg aus. Und da war das ein Kranzberger. Der war bei der 385. Infanteriedivision, der Theo Goldschmidt, ein gebürtiger Kranzberger Jude, der vor dem Krieg mit seiner Familie ausgezogen ist. Und es war für uns vielleicht auch eine Beruhigung gleichzeitig, dass man gedacht hat, aha, denn man wusste ja nie, wie die Amerikaner sich verhalten. Schon im Sommer 1939 hatte Hitler befohlen, alternativ zur Anlage Adlerhorst im Taunus weitere Objekte zu erkunden. So gelangten die Planer um Speer und Trott in die Eifel. In der Nähe des bekannten Kurortes Bad Münstereifel liegt das Dorf Rodert. Aus der Zeit vor dem Krieg gab es dort einen Bunker und Flakstellungen, die im Rahmen des Westwalls gebaut worden waren. Diese Anlagen wurden jetzt erweitert und für Hitler zum Führerhauptquartier Felsennest ausgebaut. Das Hauptquartier ist wohl angelegt worden ab Herbst 1939 und zwar direkt als Führerhauptquartier geplant und auch errichtet. Man hat von hier aus dann ab dem 10. Mai 1940 den Westfeldzug befehligt. Wie oft war Hitler tatsächlich anwesend? Er war tatsächlich einmal hier und zwar in der Zeit ab dem 10. Mai. Er ist mit dem Flugzeug angereist bis nach Odendorf und dann mit der Wagenkolonne hierhin nach Rodert gekommen. Ja, mein Vater hat eine Gaststätte gehabt. Und da war ein Saal bei und in dem Saal war der Hitler zu Gast, sagen wir zwischen 40 und 41 beim Frankreich-Feldzug. Und da kam der jede Woche einmal, guckte sich hier die Wochenschau an mit seinem Begleitkommando und fuhr dann von hier aus zum Felsennest hoch. Wir haben natürlich oben am Brunnen, oben haben wir alle gestanden. Wir wussten ja, wann der ankam und haben dann alle gewunken und haben dann hier Herr Hitler gemacht, wie das so üblich war in der Zeit. Das war dann in der Zeit,
wo die Wochenschau noch hier im Dorf selber, in dem Saale, selber vorgeführt wurde. Und das war ein offenes Cabriolet, Marke vermutlich Mercedes oder was auch immer. Die ist offen und wie gesagt, die Türen standen offen. Da bin ich dann als Knirps reingeklettert und man hat mich dann 2-3 Meter mitgenommen und dann durfte ich dann wieder per Pedes, per Post Alorum, ne, zu Fuß gehen. Im Vergleich zum Adlerhorst war das Felsennest bescheiden. Hitlers Quartier bestand aus einem Bunker mit 4 kleinen Räumen für sich und seine Adjutanten. Führerhauptquartier Felsennest ist weiterhin als Bunkeranlage genutzt worden und ist dann noch einmal ins Blickfeld gerückt worden zur Zeit der Ardennenoffensive ab Dezember 1944. Die Amerikaner sind im März 1945 hier in den Westen einmarschiert und haben dann diese Anlage gesprengt. Also erstens wurde der Bunker ja 45 von den Deutschen gesprengt, nicht von den Amis gesprengt, das stimmte nicht. Der ist 45 im Januar gesprengt worden. Und das wussten wir aber auch, da haben wir auch, hier waren ja 2 Bunker für die Bevölkerung, für die Dorfbevölkerung, haben wir dann im Bunker alle gesessen und es gab einen schweren Knall und schwere Erschütterungen. Ja, und da war es das. Ein unwahrscheinlicher Abenteuerspielplatz waren dann die ehemaligen Stellungen, die ehemaligen Soldatenheime. Es waren ja auch Unterstände da. Und die Jugendlichen, für die gab es überhaupt keine Stelle, die nicht erkundet wurde. Und wir waren so 4, 5 Rabauker, die immer zusammen waren. Und was wir dann in diesen Stellungen gefunden haben, das waren 2 Maschinengewehre M42. Mit voller Munition, die natürlich dann auch ausprobiert wurden. Wir hatten 5 Karabiner, 2 Handgranaten. Ja, die Bevölkerung hat natürlich hier nach dem Krieg sich mit Dingen versorgt, die man nach dem Krieg sonst nicht bekommen hätte. Das waren zum Beispiel Möbel, vor allen Dingen aber auch Bauhölzer in Form der Baracken, die zu diesen Anlagen insgesamt noch dazugehört haben. Das war ein großer Trümmerhaufen, die Brocken waren all darum verstreut. Und da sind wir nachher hingegangen und haben dann Altmaterial draus geschlagen, die Eisenstangen rausgeschlagen und dann verkauft. Das heißt also, Eisenträger wurden mit 10-Pfünder, ne, wurde so lange herumgehämmert, bis das dann Träger frei war. Ne. Aber da war wohl ein erwachsener Cleverer, der hatte gesehen, dass wir bald fertig waren, hat sich dann abends dran gegeben und hatten freilichen weg. Es war ein Spielplatz sondergleichen. Es gab hier Munition, Pulver für die Granaten, Pulverstangen, das so lange Dinger, ne, die wurden dann in den Sand reingesteckt, angezündet und die gingen dann ab wie eine Rakete. Ja. Leuchtspurmunition. Die Nächte, die wurden dann zu Tage immer von den Jugendlichen. Da gab es natürlich dann wieder, wenn wir dann ertappt wurden, das wurden wir ja immer grundsätzlich, da gab es natürlich Sänge dann. Ne? Leider ist mein Bruder in dieser Zeit mit einer amerikanischen Handgranate, muss man so dabei sagen, verunglückt, tödlich. Ja, vielleicht war es Schicksal. Ne? Wir verschweigen diese Anlage nicht. Aber wir sind auch nicht daran interessiert, sie ins Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken. Wir sind eine Kurstadt, haben eine lange Tradition im Bereich des Tourismus und möchten eigentlich nicht diesen NS-Tourismus hier in Bad Münstereifel haben. Am 6. Juni 1940 verließ Hitler das Felsennest und wechselte in sein neues Führerhauptquartier Wolfsschlucht 1 bei Brully-de-Pesch nahe der belgisch-französischen Grenze. Um näher am Kriegsgeschehen zu sein, wurde dieser Betonunterstand mit nur 25 Quadratmeter Nutzfläche aus dem Boden gestampft. 5 Baracken in der Nachbarschaft dienten als Speiseraum, dem Wehrmachtführungsstab sowie dem Führerbegleitbataillon. Die verlassene Ortschaft Brully-de-Pesch bestand aus etwa 10 Bauernhäusern und einer Kirche.
Nach Augenzeugenberichten hielt sich Hitler meistens im Freien auf, weil im Inneren der Gebäude Mückenschwärme die Anwesenden malträtierten. In der Nacht vom 20. auf den 21. Juni 1940 entstand in der Dorfkirche der Entwurf des Waffenstillstandsvertrages mit Frankreich. Es war ein Ort in den Ardennen im südlichen Belgien mit einem kleinen Schlösschen, mit einem kleinen Dorf und einem kleinen Park und sonst eigentlich nichts. Wie man da drauf gekommen ist, der Zufall oder sonst etwas, ist also keine geografische oder so hervorherrschende Ansicht. Ja, vielleicht hat jemand mit dem Zirkel gearbeitet. In der Anlage Wolfsschlucht 1 gab es auch den ersten Toten im Führerhauptquartier. Am 14. Juni erschoss sich Himmlers Fahrer versehentlich mit einer Maschinenpistole vom Typ MP38. Diese Waffe war bekannt dafür, dass sie losging, wenn man sie nur aufstampfte. Er wurde am gleichen Tag an Ort und Stelle mit militärischen Ehren beigesetzt. Drei Tage später traf die Nachricht vom Kapitulationsangebot der Franzosen im Hauptquartier ein. Hitler stampfte vor Freude mit dem Fuß auf die Erde, was in der englischen Propaganda als Veitstanz bezeichnet wurde. Vom ehemaligen Kaiser Wilhelm II. Kam ein Glückwunschtelegramm aus dem holländischen Exil. Das Oberkommando der Wehrmacht liegt bekannt. Soeben findet der Einmarsch der siegreichen deutschen Truppen in Paris statt. Am 23. Juni 1940 besuchte Hitler in Begleitung von Speer und einigen Offizieren Paris. Die Stadt schien wie ausgestorben. Er besichtigte die Oper, das Grab Napoleons im Invalidendom und den Eiffelturm. Vielleicht der Augenblick seines größten Triumphes. Nach der Unterzeichnung des Waffenstillstands im Wald bei Compiègne wurde das Führerhauptquartier von Belgien in den nördlichen Schwarzwald verlegt. Auf dem 1000 Meter hohen Kniebiss entstand der Gefechtsstand Tannenberg. Mein Name ist Treffz Walder. Ich bin Förster im Ruhestand, 1938 geboren. Und ich bin als kleiner Bub hier hochgekommen. Das waren unsere ersten größeren Ausflüge und ich habe die Reste der Bunker gesehen, die gesprengten Bunker und nachher auch die geschleiften und beseitigten Städten. Knapp eine Woche hielt sich der Kriegsherr Anfang Juli auf dem Kniebiss auf. Da sein Bunker nicht ausgetrocknet und damit eigentlich unbewohnbar war, fanden die Besprechungen im Freien statt. Sie hatten Glück mit dem Wetter. Hitler bemerkte später einmal, das Quartier sei entsprechend seinen Wünschen einfach und schön gewesen. Aber es war zu feucht dort. Wir hätten uns in Kürze alle etwas geholt. Am Ende seines Aufenthaltes besuchte er am 5. Juli verwundete Soldaten im Lazarett von Freudenstadt. Ich habe halt nur aus Erzählungen gehört, dass Hitler vom 28. Juni bis zum 5. Juli 1940 hier gewesen ist und in Freudenstadt im Lazarett die verwundeten Soldaten besucht hat. Und Freunde von mir, die älter sind als ich, die standen dann unten, durften also mit dem Hitlergruß ihn begrüßen. Diesen Besuch in der Nähe des Führerhauptquartiers Tannenberg mussten die Bewohner des Schwarzwaldstädtchens am Ende des Krieges bitter bezahlen. Kniebiss war also eine Art Unterkunft in der Nähe eines Frontabschnitts, den man besuchen wollte. Und es wurde deswegen auch nicht wesentlich weiter ausgebaut. Da in der Anlage selbst Platzmangel herrschte, requirierte das Begleitkommando Zimmer im nahegelegenen Hotel Alexanderschanze. Der heutige Besitzer, Herr Geiser, erinnert sich. Es wurden aber einzelne Zimmer beschlagnahmt, die gebraucht wurden für Begleitpersonal der damaligen, um Hitler sich befindlichen, ja, wie soll man da sagen, Bagage. Also vor allem auch Politiker. Graf Ciano war mal da im Hotel. Reichsleiter Bormann hat mal übernachtet in einem der Zimmer. Natürlich dieser Riesenaufmarsch, Leute, die den Führer sehen wollten,
wenn er mit seinem Auto mal irgendwo hinfährt. Er war ja nicht lange hier, aber das werden Sie besser erforscht haben. Auch nachdem alles vorbei war, war es nach wie vor gefährlich, das Gebiet zu betreten. Da, wo ich mit meinem Vater hierher gelaufen bin, hat er Angst gehabt, dass die ganze Gegend vermint ist. Und aus dem Grund, ich war ja nun in der Knirps mit 5 Jahren, sagte er, ich muss ganz genau hinter ihm laufen, dass ich ja auf keine Mine trete. Freudenstadt lag bei Kriegsende unter dem Beschuss französischer Artillerie. Die Rache der Sieger. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Zerstörung von Freudenstadt, dieses in Brandschießen, Brandschatzen und Plünderung, indirekt etwas mit hier zu tun hat. Weil die Franzosen natürlich wussten, dass hier oben eins der Führerhauptquartiere war und Befestigungsstellungen und die hier auch stärker mit hinhaltendem Kampf gerechnet haben. Das können wir nicht totschweigen, das ist Geschichte und die 12 Jahre können wir nicht ausradieren. Es gab vergleichbare Leute oder Diktatoren in früheren Zeiten. Deren Geschichte wurde auch nicht aus den Geschichtsbüchern gestrichen. Südlich von Reims und nordöstlich von Soissons in Frankreich liegt der kleine Ort Nargival. Hier entstand ab 1942 auf einer Fläche von annähernd 90 Quadratkilometern eine gigantische Anlage, die unter dem Tarnnamen Wolfsschlucht II geführt wurde. Auch auf dem Gelände des Kirchhofes steht ein Betonklotz, dem im inneren Ring der Festungsanlage zahlreiche MG-Stände sowie Groß- und Flachbunker angegliedert waren. Was verband Hitler mit diesem Standort? Hitler war ungefähr 1 Kilometer von seinem Bunker entfernt 1918 und hat dort eine Nacht verbracht in der Nähe, wie gesagt, dieses Hauptquartiers als Melder des 16. Bayerischen Reserveregiments. Und das ist also von uns dann die kühne Behauptung, er müsste es gekannt haben. Ob er das festgelegt hat, ist praktisch wenig wahrscheinlich. Es wurden möglicherweise schon vor dem Krieg solche Orte untersucht auf militärische Einrichtungen. Das Führerhauptquartier Wolfsschlucht II ist etwas Besonderes. Für kein anderes wurde so viel Beton verbaut wie hier. Knapp 250.000 Kubikmeter. Für Militärhistoriker gilt es als logistisches Meisterwerk. Infolge des raschen Vormarsches der alliierten Truppen konnte die Anlage Ende August 1944 weitgehend intakt eingenommen werden. Während anderswo die Bunker gesprengt wurden, blieben diese unversehrt. Findige Köpfe in Margival haben diesen Turm als Kletterfelsen für angehende Alpinisten präpariert. Vermutlich die sinnvollste Verwendung dieser hässlichen Klötze. Ja, wir sind jetzt hier auf der Seite von Neuville zur Margival, die das Führerhauptquartier überhöht. Vor uns liegt unten im Tal die Bahnlinie und dahinter das Führerhauptquartier. Der Eingang ist, der heutige Eingang ist ungefähr rechts. Hier unten war praktisch vor uns der Eingang, wo Hitler hochgefahren wäre. Und sein Bunker liegt ungefähr dort gegenüber. Man kann heute leider nichts mehr sehen. Und darüber lag das Teehaus, in dem er am 17. Juni 1944 empfangen wurde. Der Eisenbahntunnel war bereits 1940 zur Stationierung des Führersonderzugs vorgesehen. Am 17. Juni 1944 traf sich Hitler mit dem Oberbefehlshaber West, Generalfeldmarschall von Rundstedt, und dem Oberbefehlshaber der Heeresgruppe B, Generalfeldmarschall Rommel in Wolfsschlucht II, um die Lage nach der alliierten Invasion in der Normandie zu besprechen. Nur 7 Stunden dauerte die Konferenz und Hitlers Aufenthalt. Dafür der ganze Beton. Das Gelände befindet sich im Besitz der französischen Armee, die es nach dem Krieg noch verschiedentlich nutzte. Heute sind die meisten Bunker verfallen. Das Betreten ist verboten. Wer hier auf Spurensuche geht, riskiert sein Leben. Wie wird das Gelände heute genutzt? Nicht mehr. Es ist schon seit Jahren von der Armee aufgegeben worden und es soll verkauft werden. Die Verhandlungen laufen schon seit Jahren.
Aber bevor das Gelände nicht entmint ist, kann es nicht verkauft werden. Das Schloss von Vrigny gehörte ebenfalls zum Komplex des Führerhauptquartiers Wolfsschlucht II und war für Himmler vorgesehen. Im Gegensatz zu Hitler bevorzugten Himmler und Göring luxuriöse Gebäude. Yvan Tordeux war damals Bürgermeister von Vrigny. Woran erinnert er sich besonders? Avec la Feld Gendarmerie, on a eu aucun problème. Mit der Feldgendarmerie gab es eigentlich keine Probleme. An ein Ereignis allerdings erinnern wir uns bis heute. Als das Dorf 1944 wegen der Ankunft Himmlers geräumt wurde, schnitt ein junger Bursche aus dem Ort den Draht für das rote Telefon durch, das die direkte Verbindung nach Berlin war. Der Hauptmann der Feldgendarmerie wollte daraufhin als Vergeltung 20 Geiseln nehmen. Ein weiterer Offizier, ein Leutnant, erwirkte dann aber einen Aufschub von 48 Stunden, um die wahren Täter zu ermitteln. Zwei Schuldige wurden hingerichtet, einer konnte fliehen. Der Bunker beim Schloss ist heute noch Eigentum der französischen Armee. Die Gemeinde würde ihn gerne kaufen und daraus ein Museum machen. Flug über Rastenburg, dem heute polnischen Ketschin. Nach dem Angriff auf die Sowjetunion im Juni 1941 bezog Hitler das Hauptquartier Wolfsschanze, nahe der russischen Grenze. Dass man das gezielt hier im Rastenburger Wald gebaut hat, da haben mehrere Gründe mitgespielt. Es gab eine Bahnlinie, es gab eine gute Straßenverbindung und vor allem viele Wälder und Seen. Es sind vier Seen hier, also drei in der unmittelbaren Nähe von der Anlage, ein vierter See auf der Strecke zum Flughafen, dem Hitlers Flughafen. Und das hat einen sehr guten Schutz geboten. Den Namen Wolfsschanze hatte Hitler selbst ausgesucht. Auf 2,5 Quadratkilometern entstand eine kleine Stadt mit allem, was dazugehörte. Das Gelände war in drei konzentrisch gelegene Sperrkreise eingeteilt. Man könnte nicht sagen, dass es jetzt ausgeprägt jetzt nur speziell auf eine Phobie von Hitler zurückzuführen ist, sondern man hat halt die wertvollen Teile des Reiches geschützt und dazu gehören neben den U-Booten dann auch die Führer. Ja, und deswegen hat man die Wolfschanze dann in den Jahren 44 ja dann noch mit Betonummantlungen versehen, acht Meter. Das heißt, das ist natürlich, die ursprüngliche war 3,50 Meter, dann kam noch eine Schicht oben drüber, ja, aus Beton. Alfons Schulz war von 42 bis 45 als Betriebsfernsprecher in der Nachrichtenzentrale des Führerhauptquartiers tätig. Normalerweise, als ich ankam, hatten wir eine Dreierablösung für die Fernsprechvermittlung. Die Funkstelle war nicht im Hauptquartier, sondern außerhalb. Der Führer liebte so keine Funkgespräche. Und dann hatten wir eine Fernschreibstelle im Führerbunker drin, im narischen Bunker drin. Es waren also bei uns Fernschreiber, die waren meist von der Luftwaffe, während die Fernsprecher sowohl von der Luftwaffe als auch vom Heer waren. Das Einzige, was mir auffiel, als ich so eine Woche in der Wolf stand, dass kaum einer mit Herrn Hitler grüßte. Und da sagte mir damals der Wolf in der Wolfstraße: Mensch, du musst mithören, dann merkst du, was du hier ein Verbrechermann ist. Wenn du dann nach drei Monaten noch einen Hitler brüllst, bist du selbst in Schuld. Konnten Sie bei vermittelten Gesprächen auch mithören? Es war unter Lebensgefahr verboten und es war ein Ticker eingebaut, wenn Sie den Klappenschrank öffneten.
aber den konnte man mit Hilfe eines Streichholzes sehr schnell zum Schweigen bringen, nicht? Ein oder zweimal habe ich mit der Eva Braun Gespräche mitgehört. Also das war alles andere von ihm aus wie ein Liebesgespräch, nicht? Sie bedankte sich überschwänglich für, glaube ich, ein goldenes Armband oder neue Vorhänge und so weiter. Und er sagte, ist schon gut, ist schon gut. Mitte Juli 1942 waren die Angriffsbewegungen der Heeresgruppe Süd so weit fortgeschritten, dass man ein weiteres Hauptquartier in der Ukraine einrichten wollte. So entstanden zwischen November 41 bis September 42 nördlich von Winnica rustikale Blockhäuser, Baracken und Schutzbunker, bei deren Bau neben 8000 Deutschen auch etwa 1000 Russen beteiligt waren. Hitler nannte die Anlage Werwolf, wobei er die Schreibweise mit H persönlich festlegte. Im Stadtzentrum von Winnica zeugt heute eine Gedenkstätte von dieser Zeit. Die jungen Leute interessieren sich wenig für den großen Vaterländischen Krieg. Kaum einer weiß, wo sich das ehemalige Führerhauptquartier befindet. Das Gelände des Werwolfs, circa 8 Kilometer außerhalb der Stadt. Es ähnelt eher einem Stadtpark mit Felsbrocken. Liebespaare kommen nachts gerne hierher. Die Schmierereien sind eher in die Kategorie Blödsinn einzureihen, als dass sie rechtsradikale Meinungsäußerungen darstellen. Die Lehrerin versucht der Klasse, die Geschichte dieses Platzes näher zu bringen, aber das Interesse hält sich in Grenzen. Alfons Schulz war des Öfteren hier im Einsatz. Winnica, da war ich zum ersten Mal 1942 im Sommer. Und zwar befand sich Winnica in einem verhältnismäßig offenen, mehr oder weniger offenen Birkenwäldchen, also im Gegensatz zur Wolfschanze. Winnica haben wir ziemlich frei, nicht? Da sind wir unten, haben wir ein Mädchen, ukrainische Mädchen im Bug geschwommen, nicht? Wunderbar, herrlich. Aus dem Fluss Bug wurde auch das Wasser für dieses Bassin hergeleitet. Allerdings war die Mückenplage noch unerträglicher als in der Wolfschanze. Wie sehen die Einheimischen diesen Ort? Dieser Platz, ich glaube, für unser Volk ist es nicht so besonders wichtig, würde ich sagen. Und deshalb gibt es hier auch keine, es ist keine Attraktion. Für uns hier gibt es, wie Sie sehen, überhaupt nichts, keine Infrastruktur. Es wurde ziemlich viel geschrieben über die neuesten Forschungen im Bereich der radioaktiven Strahlung. Und es wurde, glaube ich, bewiesen, dass hier diese Baustoffe, die hier verwendet wurden, der Granit vor allem, sehr hohe Strahlungskraft hat. Man versucht zu erklären, warum Hitler in den Jahren des Zweiten Weltkrieges so rasch und plötzlich alt geworden ist. Da drinnen, da unten in diesem Bunker, die zulässige Grenze, Strahlungsgrenze, um das 500-fache bestiegen wurde. Ja, und das erzeugt auch eine bestimmte Euphorie. Und in den Zeitungen hat man geschrieben, dass diese Euphorieanfälle, die Hitler hatte, sich vielleicht auch damit erklären lassen. Zurück zur Wolfschanze. 20. Juli 1944. Um 10.15 Uhr landet Oberst Klaus Graf Schenk von Stauffenberg aus Berlin kommend auf dem Flugplatz der Wolfschanze bei Wilhelmsdorf. Er ist zu einem Vortrag beim Führer befohlen. In seiner Aktentasche befindet sich Sprengstoff für ein Attentat. Die Ermordung Hitlers soll das Signal für den Beginn eines Staatsstreiches sein, der unter dem Decknamen Walküre die Situation im Reich neu ordnen und den schon verlorenen Krieg beenden soll. Der 20. Juli war ein sehr heißer Tag. Wir hatten draußen mindestens 30 Grad. Ich erinnere mich, dass von OKW-Gesprächen, die wir abgehört haben, schon mal mit einigen Offizieren des Hauptquartiers nachts, dass sie von einem Patienten sprachen, der schwer krank war. Und dann am Tag vorher hatte einer gesagt, ich weiß nicht, ob er den Morgentag überleben wird. Wir nahmen an, dass das irgendwie ein hohes Tier von aus der Partei wäre. Wir wussten also
nicht, wer gemeint war. Das muss man auch dazu sagen. Das war ein Codewort in dem Fall. Ja, ja, nicht. Für den Führer. Und das merkt man erst am 20. Juli. Stauffenberg sollte Hitler über die Frontlage in Ostpreußen berichten. Dazu hatte er bereits am 15. Juli in der Wolfschanze vorgetragen. Wegen des erwarteten Besuchs von Mussolini war die Besprechung eine halbe Stunde vorverlegt worden. Um 12.30 Uhr betreten die Teilnehmer die Baracke. Stauffenberg deponiert seine Tasche und verlässt den Raum. Das ist der Schauplatz des verbrecherischen Anschlages, den ein kleiner Kreis gewissenloser Offiziere am 20. Juli auf den Führer und auf den Stab der Wehrmachtführung verübte. Ein gerechtes Schicksal hat das Verbrechen missglücken lassen. Kurz vor eins, da gab es einen Knall. Den konnte man hören, aber das war nichts Außergewöhnliches. Die OT nahm schon mal Sprengungen vor, nicht? Und außerdem kam es hin und wieder so vor, dass irgendein Wild über unseren Minengürtel drauf trat und in die Höhe flog, nicht? Das war an sich nichts Außergewöhnliches. Wenige Stunden nach dem Attentat empfängt der Führer den Duce zu einer im Geiste größter Herzlichkeit durchgeführten Aussprache. Zuerst mal ging er zum Bahnhof, nicht wahr, holt ihn persönlich ab, zeigt ihm die zerstörte Baracke und auch seine zerstörte Hose. Die führt er überhaupt jedem Besucher dann vor. An dieser Stelle stand die Besprechungsbaracke, in der Stauffenbergs Bombe explodierte. Von allen Attentaten, die auf den Diktator verübt wurden, war dieses das aussichtsreichste. Hitler wurde nur leicht verletzt. Vier Teilnehmer der Lagebesprechung starben. Stauffenberg und seine Mitverschwörer bezahlten in Berlin mit ihrem Leben. 1992 wurde im Beisein der Söhne Stauffenbergs diese Gedenktafel enthüllt. Auch Hitlers Berghof auf dem Obersalzberg fungierte während der Umbauphase der Wolfschanze als Führerhauptquartier. Nach der gescheiterten Ardennenoffensive hielt sich Hitler von Januar 1945 bis zum Untergang im Bunker der Berliner Reichskanzlei auf. Da Hitler Politik und Militär nicht trennte, wollte er, wie Napoleon, auf dem Schlachtfeld den Krieg führen. Was für Napoleon der Feldherrnhügel war, waren für Hitler die Bunker. Thank you.